Dies ist der Grenzübergang Wasserbilligerbrück bei Trier. Es ist die Grenze zwischen der Bundesrepublik und Luxemburg. Ich stehe hier sozusagen im Niemandsland. Noch herrscht hier etwas Frühjahrsmüdigkeit an diesem Grenzübergang, aber bald werden sich hier die Kraftfahrzeuge wieder stauen. Dann werden auch Sie, meine Damen und Herren, sollten Sie die Grenze hier überschreiten, den blau gekleideten Beamten vom Grenzschutzeinzeldienst begegnen. Um diese Beamten geht es in dem nun folgenden Film. Der Grenzschutzeinzeldienst ist hervorgegangen aus dem deutschen Passkontrolldienst. Kurz nach Kriegsende zogen die Engländer für den Bereich ihrer Besatzungszone deutsche Beamte zur Ein- und Ausreisekontrolle an den Grenzübergängen heran. Der unbewaffnete britische Bobby stand damals Pate beim Aufbau des deutschen Passkontrolldienstes. Nach der Gründung der Bundesrepublik und dem Aufbau des Bundesgrenzschutzes wurden diese Beamten dem Bundesinnenministerium unterstellt. Aus dem Passkontrolldienst der Besatzungszeit wurde der Grenzschutzeinzeldienst. Der Name änderte sich, sonst ließ Bonn alles beim Alten. Ziviler Schnitt der Dienstkleidung, keine Waffen. Jetzt sollen diese Beamten Waffen bekommen und sie sollen sie versteckt tragen. Warum? Bei Festnahmen und Fahndungsaktionen will Bonn diese Beamten besser geschützt wissen, das ist verständlich. Nicht immer geht es so ruhig zu wie in diesem Fall. Es ist ein verantwortungsvoller Dienst, den diese Männer zusammen mit ihren Kollegen vom Zoll an unseren Grenzen verrichten. Aber ist dieser Dienst plötzlich um viele Grade gefährlicher geworden als in den letzten 10 oder 15 Jahren? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Und wenn dem so wäre, dann würde jeder die Sicherheitsüberlegungen des Bundesinnenministeriums akzeptieren. Ganz bestimmt angesichts solcher Bilder. Wir wollten die Meinung der Beamten hören. Wenige Minuten nach einer Festnahme führten wir dieses kurze Gespräch. Herr Henningsen, Sie leiten hier die Dienststelle des Grenzschutzeinzeldienstes in Wasserbilligerbrück, der Grenze nach Luxemburg. Sie haben gehört, dass Ihre Beamten jetzt bewaffnet werden sollen. Halten Sie das für notwendig? Also diese Maßnahme halte ich unbedingt für notwendig, und zwar aus dem Grunde, man will den Beamten eine besondere Sicherheit geben, zum Beispiel bei der Festnahme von bewaffneten Straftätern, damit sie sich auch notfalls wehren können. Eine klare Begründung. Ihm geht es um Sicherheit. Er wird, so will es Bonn, seine Waffe unter dem Dienstanzug versteckt tragen. Seine luxemburgischen Kollegen tragen sie offen. Wir folgten diesem Grenzgendarm ein kurzes Stück. An der Zollstation sprachen wir mit einem luxemburgischen Passkontrollbeamten. Würde bei Ihnen der Anblick von bewaffneten deutschen Kollegen auf der anderen Seite irgendwelche Ressentiments wachrufen? Gar nicht, warum? Wir sind gewohnt, immer Waffen zu tragen und haben uns immer gewundert, dass die Deutschen überhaupt keine Waffen tragen würden. Im Bundesinnenministerium reagierte man auf unsere Bitte um Stellungnahme zunächst mit dem Hinweis, diese Frage ist uns im Augenblick nicht besonders angenehm. Einige Stunden später erklärte Oberregierungsrat Dr. Attenberger: Man ging von der Überlegung aus, dass der Beamte des Passkontrolldienstes der erste Beamte war, der den Ausländern gegenübertrat. Um bei den ausländischen Besuchern keine unangenehmen Erinnerungen an die Zeit vor 1945 heraufzubeschwören, sollten die Grenzabfertigungsbeamten betont zivil auftreten und aussehen. Sie hatten deshalb nicht nur keine Schusswaffen, sondern auch einen Dienstanzug, der keine Ähnlichkeit mit einer Uniform aufweist. Bei der Ausübung ihres Dienstes befanden sich die Beamten des Grenzschutzeinzeldienstes in der Folgezeit wiederholt in Situationen, in denen der Besitz einer Schusswaffe, nicht etwa schon deren Anwendung, unumgänglich gewesen wäre. Zu denken ist hierbei an die Festnahme von Kapitalverbrechern. Oft wird schon in den Fahndungsersuchen darauf hingewiesen, dass der betreffende Rechtsbrecher eine Schusswaffe trägt. Das Bundesinnenministerium ist der Auffassung, dass zum Schutz der Beamten deren Ausstattung mit Schusswaffen nicht länger versagt werden kann. Bisher mussten diese Beamten in diesen betreffenden Fällen die Rechtsbrecher festnehmen, ohne selbst bewaffnet zu sein. Wir fuhren zur nächsten Grenzstation, Wahlsquartier bei Aachen, Übergang nach Holland. Lange Autoschlangen vor der Abfertigung. Wir wollten wissen, ob sich die Gefahrensituationen in der letzten Zeit wirklich so vermehrt haben, wie es das Bundesministerium in seiner Erklärung anführt.
Sie sind der Leiter des Grenzschutzeinzeldienstes hier in Walsenquartier. Hat es in Ihrer Dienstzeit hier schon Vorfälle gegeben, bei denen Sie eine Waffe gebraucht hätten? Nein. Noch nicht? Nein. Sie haben vielleicht davon gehört, dass Sie jetzt bewaffnet werden sollen. Ja. Was halten Sie von dieser Maßnahme? Ich persönlich bin für die Art der englischen Gesetzgebung, dass man den Polizeibeamten besonders schützen sollte ohne Waffen. Das waren die Leitgedanken der Engländer, als sie den deutschen Passkontrolldienst einrichteten. War zu dieser Zeit, kurz nach dem Kriege, der Dienst für die deutschen Grenzbeamten nicht wesentlich schwieriger? So betrachtet käme der Bonner Hinweis auf besondere Gefahrensituationen an den Grenzübergängen mit arger Verspätung. Auch die Gewerkschaft ÖTV nahm zu dieser Frage Stellung. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer der Fachabteilung Polizei von Rheinland-Pfalz, Weber. Halten Sie eine Bewaffnung dieser Beamten für notwendig? Der Bundesgrenzschutz hat also in den letzten 15 Jahren unbewaffnet seinen Dienst an der Grenze versehen. Wir haben im Bundesgebiet 76 Übergangsstellen nach dem Westen und drüben die Zone. Und unsere Kollegen haben bis heute unbewaffnet ihren Dienst versehen. Und der Großteil dieser Beamten ist nicht einmal in Schießausbildung fit. Gab es Fälle nach Ihren Erfahrungen, bei denen eine Waffe vonnöten gewesen wäre? Ja, es mag Fälle gegeben haben, aber uns sind keine, möchte ich sagen, derart wichtigen Vorgänge bekannt, die also nun alarmierend gewirkt hätten. Der Bundesgrenzschutz muss bewaffnet werden, das heißt der Einzeldienst. Tatsächlich, ich habe aus meinen persönlichen Erfahrungen noch keine Vorkommnisse dieser Art festgestellt. Nun gibt es eine Argumentation, die dahin zielt, dass man mit der Bewaffnung deshalb so lange gezögert habe, weil man gewisse Ressentiments im Ausland fürchtet. Man hat also gesagt, nun ja, wir wollen also den Ausländern drüben im Westen, unseren Nachbarn, den Eindruck von zu vielen bewaffneten, uniformierten Deutschen an den Grenzen ersparen. Herr Wienemann, ich bin schockiert. Das ist also die Frage, die bei uns doch so oft eine Rolle spielt. Was sagt das Ausland dazu? Entweder sind wir ein souveräner Staat und wir pochen draußen immer drauf. Ich denke gerade an diese ganze völkerrechtliche Stellung der Bundesrepublik. Ja. Dann müssten wir auch, wenn wir nun also aus taktischen und praktischen Erwägungen die Polizei oder den Bundesgrenzschutz bestimmt bewaffnen müssen, dann müssen wir auch das gegenüber dem Ausland vertreten können. Das ist meine Auffassung dazu. Ich würde auch sagen, da kommt man mit Aufrichtigkeit weiter. Natürlich, gegenüber dem Staatsbürger bestimmt. Versteckt tragen, das hat so irgendwie eine Abwertung, das hat so, klingt so nach schlechtem Gewissen. Ja, und meinen Sie darüber hinaus nicht auch, dass eine offen getragene Waffe eine bessere psychologische Wirkung auf jemand hat, der mit bösen Absichten meinetwegen an diesen Grenzübergang kommt? Ja, also der Rechtsbrecher, der wird sich natürlich von der versteckt getragenen oder fertig getragenen Waffe erst recht nicht abschrecken lassen. Die andere Frage ist die, was ist praktisch, was ist nützlich? Und ich möchte hier keine Entscheidung treffen. Die Entscheidung obliegt selbstverständlich dem Bundesinnenministerium. Dort muss man sich klar werden darüber. Ist es nun heute aktuell, ist es notwendig, den Grenzschutz-Einzeldienst zu bewaffnen? Ja, und Bonn sagt heute noch, nun, das ist auch jetzt noch nicht aktuell, es werden noch einige Monate vergehen, aber, und das sind, glaube ich, die letzten Informationen, die ersten Waffen sollen schon angeliefert werden. Das offizielle Bonn spricht noch von Überlegungen und zögert mit einer klaren Auskunft. Unterdessen erwarten diese Beamten bereits in den nächsten Wochen ihre Pistolen. Über die Frage allerdings, wie sie getragen werden sollen, wird die Diskussion weitergehen.